Erstes Fahrzeug, was habe ich gerade soeben gesagt, meine Damen und Herren? Ja, es wird. Das ist ein VW-Bus T2A aus dem Baujahr 1970 mit sagenhaften 47 PS und 1600 Kubikzentimeter. Kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ne? Heute holt man irgendwie 300 PS aus 1600 Kubik raus, braucht kein Mensch. Dafür fährt er aber auch noch. Das mag ich von den heutigen Fahrzeugen jetzt nicht unbedingt zu sagen. Andreas Wieser und Matthias Wieser mit Kati. Wo ist denn Kati? Ach, da ganz hinten. Habe ich fast gar nicht gesehen. Viel Platz, ne? Fürs Brautkleid. Die Mittelbank schon mal rausmontiert, ne? So wie es sein muss, immer schön winken, ne? So machen, damit die nicht alle sehen, dass du die Trix bist, sondern die Beatrix. Also, zweiter Klasse. Dritte 1. Modellreihe T2 wurde von Ende 1967 bis Mitte 1970 gebaut. Das ist also einer der letzten Modelle und ich finde, der steht fantastisch da. Vielen lieben Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, ihr hattet auch ein wenig Spaß. Ihr dürft jetzt gerne nochmal applaudieren, wenn ihr möchtet. So warm ist es. Okay, also. Da haben wir als nächstes mit der Startnummer 30 einen Opel GT AL, Baujahr 1971. Da war ich also auch noch flüssig. Ah, ich sehe, Sie haben gelernt, meine Damen und Herren. Das finde ich total klasse. Das finde ich schön. Christian Brankamp und Martin Brankamp pilotieren dieses schöne Gefährt. Den Beifahrer hast du schon verloren, ja? Oder der ist im Bierpapst gelandet. Ich würde das zweite machen. Aber ich denke, du hast auch viel Spaß gehabt heute, oder? Wunderschönes Fahrzeug. Wie ich finde, sind nicht mehr viele so in einem guten Zustand. Obwohl so ein Auto das durchaus verdient hätte. Charakteristisch für den Opel GT sind natürlich das weit nach hinten gezogene, die weit nach hinten gezogenen Türausschnitte, das sogenannte Cockbottle Shape. Und das erinnert ein bisschen an eine Cola-Flasche. Und wunderschönes Fahrzeug. Spaß gehabt heute? Tolle Ausfahrt gewesen, oder? Denke ich auch. Wir sehen uns nachher noch, denke ich. Vielen lieben Dank. Die Jury noch mal ganz kurz hier ein langsames State, damit ihr auch noch mal das Fahrzeug begutachten könnt. Fantastisch. Jawohl. Ja, also. Lampen funktionieren auch noch. Ist auch nicht bei jedem GT noch der Fall. Es sei denn, man tritt dazwischen durch vor, das möchte man ja auch nicht machen. So, mit der Startnummer 15, ein VW Käfer 1300, meine Damen und Herren. Sie werden sich sicherlich daran erinnern. Er läuft und läuft und läuft und läuft. Und man beachte bitte, dass dieses Gefährt mit vier Leuten ausgestattet ist und die da hinten immer noch Grinsen im Gesicht haben. Also vom Platzangebot kann das gar nicht so schlecht sein. Finde ich. Rita Elejanski, dann Daniela Scholten mit Tina Janke und Karina Göring. Also, bestes Bahnteam 2019. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht, sonst muss ich nachher Bier ausgeben. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß gehabt. Und einen donnernden Applaus nochmal für euch. So, da haben wir den nächsten Opel GT. Ein 1900 Automatik aus dem Baujahr 1972 mit der Startnummer 34. 1875 Kubik, unfassbar, wird heute nicht mehr gebaut. Gunnar Trittel und Sigrid Trittel haben dieses schöne Gefährt, die 200 Kilometer heute in der Ausfahrt hier nach Hause gebracht. Auch ein schöner Originalzustand, wunderschöne Farbauswahl. Und ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß gehabt. Ja? Grinsen im Gesicht, das ist super. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Auch nochmal einen schönen Applaus an euch. Dann haben wir die Startnummer 27, ein Volvo P144 aus dem Baujahr 1969. Sagenhafte 82 PS bei 2 Liter Hubraum, meine Damen und Herren. 2 Liter Hubraum, unfassbar. Eduard Schreier, der diesen Volvo hier pilotiert. Den Beifahrer habe ich hier leider nicht draufstehen, aber ich glaube, der hat viel Spaß gehabt. Ist auch nicht erwähnenswert, glaube ich, gewesen. Ne? Da müssen wir nochmal drüber reden, warum du hier nicht auf der Karte draufstehst. Da bist du auch sehr wichtig. Ja, ja, da wird nochmal mit dem Fahrer nochmal Briefing gehalten.
Vielen lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Fahrt schön langsam. Ja, ihr müsst langsam an der Jury vorbei. Ihr müsst ja euer Fahrzeug noch begutachten. So, und für alle, die noch nie so eine Oldtimer Rally gesehen haben, wie sowas funktioniert, die sind also den ganzen Tag über, werden die mit einem sogenannten Roadbook auf die Reise geschickt. Und dieses Roadbook haben die klassischen Fahrzeuge hier abzuarbeiten. Da gibt es viele Stationen, wo die sich einen Stempel abholen müssen oder wo die irgendwelche Sonderprüfungen machen müssen. Ganz verrückte Dinge. Und am Ende des Tages müssen die ihr Roadbook halt voll haben. Ne? Für alle nicht erfüllten Wertungsprüfungen gibt es dann halt auch Strafpunkte. Das wird alles mit in die Bewertung mit einbezogen. Und wenn man das dann alles vernünftig gemacht hat, dann steht man vielleicht am Ende des Tages ganz oben auf dem Siegertreppchen. Okay, ich höre gerade, alle, die noch nicht an ihrem historischen Fahrzeug sind, bitte ich jetzt, so langsam sich dahin zu bewegen. Ihr habt da hinten ein bisschen Rückstau. Vielen Dank für die Info. Also, nochmal vielen lieben Dank an Eduard und seinen unbekannten Beifahrer. Der Markus. Ja, Markus Nadig erwähnt. Yes. Also. Ach, der heißt auch schon, ja. Ja, ich kann den Fahrer von hier aus gar nicht sehen. Sonst hätte ich wahrscheinlich